präsentiert von Rolex. Gefühle pur. Puccinis zeitlose La Bohème. Musiker zeigt Ihnen Szenen der Generalprobe am Opernhaus Zürich aus dem Frühjahr. Mit Juan Diego Flores als leidenschaftlicher Dichter Rodolfo und Ruzan Mantashian in der Rolle der Näherin Mimi. La Bohème bringt uns zum Weinen, denn es ist eine Geschichte, die uns alle berührt. Und wir können uns mit den Charakteren identifizieren. Ich weine, wenn ich im Publikum sitze, und ich weine auch auf der Bühne. Puccini hat diese Gabe, einen direkt ins Herz zu treffen. Seit der Uraufführung 1896 ziehen die unvergesslichen Arien das Publikum in den Bann. Dies ist ein sehr zärtlicher Moment. Man darf nicht vergessen, dass alles dunkel ist. Alle Lichter sind aus. Er berührt die Hand von Mimi und fängt an zu singen. Das ist eine Liebeserklärung an das Leben. Puccinis Art zu komponieren verstärkt das Drama. Er gibt dem Orchester eine Intensität, die einen erschauern lässt. Hollywood ließ sich von Puccini inspirieren. Als das Kino aufkam, ahmten alle diese Art von Musik nach, weil sie einen wirklich packt. Die letzte Szene ist deshalb so berührend, weil die Musik die Vergangenheit heraufbeschwört und dieses Gefühl der Nostalgie berührt einen. Und das hört sich wieder wie Filmmusik an. Again, like film music. Mimi knows she's dying. Mimi weiß, dass sie stirbt. Sie hat es akzeptiert. Das ist etwas, was ich von ihr gelernt habe. Man muss wirklich den Moment genießen. Man kann sich hinsetzen und sich bemitleiden. Oder man lebt sein Leben und macht das Beste daraus. Musiker wurde Ihnen präsentiert von Rolex.